Jo Freunde, Tenox hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir haben wirklich den Inaki Williams als Record-Breaker-Karte bekommen, ja. Diese SBC besprechen wir heute, Leute. Wie immer würde ich mich jetzt schon mal freuen. Lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr kein Video mehr auf meinem Kanal verpassen wollt. Außerdem, Leute, das ist keine Zusammenarbeit, ich kriege kein Geld dafür oder sonst was. Könnt ihr heute Abend Dortmund gegen Ajax schauen, ja, wenn ihr Amazon Prime habt. Das heißt, wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr euch die App runterladen auf dem Handy, auf dem Laptop oder auf dem Fernsehen, so wie ich es tue, weil ich habe so einen Amazon Fire TV Stick. Und dadurch kann ich heute Abend Ajax gegen Dortmund gucken, weil ich habe immer das Problem gehabt, ich habe kein DAZN gehabt und will keine illegalen Seiten im Internet dafür gucken, weil die eh scheiße sind. Und dann hat mir ein Kollege gesagt, hey, du hast doch Amazon Prime, du kannst doch Dortmund gegen Ajax heute schauen. Und dann, ja, deswegen möchte ich euch nur die Info geben, falls ihr Amazon Prime uns nicht wusstet und gerne Fußball gucken möchtet, könnt ihr über, wie gesagt, über Amazon Prime machen. So, ich würde sagen, wir besprechen heute die guten Inaki Williams. Ich sag euch wie immer, ob sich diese Karte meiner Meinung nach lohnt. Und viele haben den schon angeteased, dass Inaki Williams als Recordbreaker kommen könnte. Und er ist gekommen, Leute. Ja, wir schauen uns erstmal an, was wir dafür abgeben müssen. Das sind, 7, ne? 7 Sachen, ja. Sind 7 Sachen, Goldspieler, 82er Team, 81er Team, 83er Team, 84er Team, 85er Team. Aber, wie gesagt, der Markt ist durch Fake hier ein bisschen nach oben gegangen, aber so krass ist der Markt immer noch nicht. Was kriegen wir hier für Packs? Oh, seltenes Spiel, ob es der Pack klein, okay. Keine so guten Packs, aber da kann man trotzdem etwas ziehen, wenn man Glück hat. Ja, wenn man Glück hat, kann man da auf jeden Fall was rausziehen, aber die Karte, schauen wir uns den Inaki Williams jetzt an. Und er sieht sehr, sehr geil aus. Das Problem an ihm sind einfach die 2 Sterne schwacher Fuß, Leute. Er hat Arbeitsraten hoch, Mittel, 4 Sterne Skills. Leider, wie gesagt, nur 2 Sterne schwacher Fuß. Genau das gleiche Problem wie es von Sané. 1,86. Und die Werte sehen sehr, sehr gut aus. Vor allem das Tempo, der Schuss, die Ausdauer, die Stärke, die Sprungkraft und die Ruhe stechen hier heraus. Negativ an ihm natürlich 2 Sterne schwacher Fuß. Die Beweglichkeit mit 83 und dass er nicht passen kann. Aber viele Stürmer haben das Problem, dass sie nicht passen können und eigentlich sollte das kein Problem sein. Meiner Meinung nach fehlt mir hier die Beweglichkeit, aber das Gute ist, wir haben jetzt endlich mal einen brauchbaren Stürmer aus der Liga bekommen. Wir hatten sonst nur die neue Karte von Isak. Sonst gibt es da halt keinen guten Stürmer und jetzt haben wir endlich mal einen sehr, 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 sehr guten Stürmer aus der Liga mit über 96 Pace. Und wenn ich diese Karte abschließe, ach genau, die Eigenschaften. Zuverlässigkeit ist super, Führungsstärke ist super, Außenschuss ist super. Und das war es auch. Kein Finesse-Trade, kein Flair-Trade, aber trotzdem sehr gute Eigenschaften, ja. Wenn ich diese Karte abschließe, wahrscheinlich nicht. Ich habe zwar ein Hybrid-La-Liga-Team. Wir schauen uns kurz an, wie wir den guten Boy linken können. Aber ich glaube nicht, dass ich die Coins dafür ausgeben möchte. Ich weiß nicht, was er kosten würde. Ich schaue es mir gleich. Das ist nicht mein Team. Damit mache ich gerade die Silberaufgaben. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß nicht, was er kostet. Ich werde euch den Preis von ihm unten in den Kommentaren anpinnen. Checkt mal die Kommentare. Könnt mir auch noch etwas Nettes drunter schreiben, wenn ihr möchtet. Und jetzt gucken wir mal, wie wir den guten Boy denn verlinken können. Ich denke schon, dass da einiges gibt aus, ja, von Spanien zum Beispiel. Ein Oyarzabal, sehr, sehr geil als Achter oder so, als Zehner zu spielen. Kann man natürlich dann in-game umformen mit einem Jesus Navas, kann man ihn gut verlinken, indem man ihn nach Inaki Williams umformt. Mit einem Lorente, Leute, kann man ihn gut verbinden. Jordi Alba. Ja, da gibt es einiges. Canales auch sehr geile Karte. Was gibt es da noch? Gaia ganz gut. Merino. Merino auch ganz. Oh, der ist gar nicht so. Der ist gar nicht so schlecht. Und natürlich Porto. Also es gibt einige Möglichkeiten. Moment, wir schauen uns kurz mal an, aus welchem Verein er kommt. Das habe ich gerade irgendwo gesehen. Der kommt von Bilbao. Dann schauen wir uns mal von Bilbao eine Karte an, mit dem man ihn vielleicht linken kann. Und das wäre nur leider Muniain oder Juri Berichiche. Das ist ein super Perfect Link. Auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, wer ein La Liga-Team hat, wer die Coins etwas flüssiger hat, weil ich schätze nicht, dass er so billig sein wird. Auf jeden Fall über 100.000. 150 bis 200k, so schätze ich ihn. Preis, wie gesagt, pinne ich euch gleich an. Macht ihn, wenn ihr mit den Coins nicht so flüssig seid, ihr kein La Liga-Team habt, lasst es sein. Ich bin raus heute, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis dann und ciao.